Geld oder was? So, der nächste Mann kann starten. Die Musik ist laut. Die Musik läuft, ihr könnt anfangen. Und wie gesagt, lasst euch Zeit, ihr habt über das ganze Lied Zeit, das zu essen. Ich höre gerade, also das ist schon vor 13 Minuten oder 15 Lied. Ne? Und jetzt haben wir gerade, aber man ist wirklich voll. Die Martina, die hat doch so einen schönen Event heute Abend der aus der Haufen. Das ist doch wunderbar, oder? Das ist doch mal ein Riesenapplaus wert. Jetzt aber mal wirklich ein Riesenapplaus für die Martina. Das ist doch tausend, das tun wir mit dir. Ja, Lenz. Das ist schärfer wie das, was mir immer wieder mit der Belegung. So, stellt's euch! Steht uns! Das ist schlimmer! Ich würde sie ja gerne sehen. Kannst du anschauen, ich gebe dir den Link. Echt? Ja. Okay. Und dann? Grillpops TV. Grillpops TV, kannst du es anschauen. Und wie geht's dir jetzt? Eigentlich auf der Linie, nur die Augen machen eigentlich mehr. Ja. Und Zunge, Hals, alles noch okay. Zunge, Hals, wir sind okay. Jetzt geht's quasi von hier um die Menschen. Viel Glück noch. Wie lange müssen wir da stehen? Ich überlege. Das heißt, der Grillplatz steht fest. Eine, zwei. Jetzt geht's um die Wurst und Wahl. Da kann ich mehr antworten. Ich kann echt nicht mehr antworten. Stopp, weg, geh dir mal an. Kann ich mehr. Ich esse mehr. Ich muss nicht bis hier. Stopp, reicht auch ein. Reicht! Geht es. Geht nicht. Oh nee. Und die Finger noch weg. Oh. Wettschärfe-Contest. Und der dritte Platz, den hat da oben der Paul. Rief mal los. Der Paul kommt aus Sinn. So, und dann kommt er zum zweiten Platz. Paul. Der Paul hat jetzt haben wir es, der erste Platz, ein Sinnerjung! Ein Sinnerjung! Mal höre und staune. Ich wusste ja, ich kenne ihn ja schon. Ach, wir haben ja als Kinder zusammen gespielt. Das wäre ein bisschen wacker, das wusste ich ja schon immer. Aber das wäre so geil. Aber das wäre so geil. Das habe ich nicht gewusst. Der erste Platz an Rolf Hüde! Joe! Joe, alles gut? Also gut gemacht. Hallo Freunde von Grillpops TV. Wir sind heute hier am Sinn der Bockstuppe zum Wettschärfeessen und haben das Glück, die drei Sieger hier zu haben. Das ist einmal der Paul, wie könnte es anders sein, nochmal der Paul und der Joe. Und der Drittplatzierte, da fangen wir mal mit an. Paul, wie war's?
einsame Spitze. Einsame Spitze. Schmeckt. Der Schärfe hätte noch ein bisschen mehr sein dürfen, aber... Wann bist du ausgeschrieben? Die genaue Stufe weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Ich glaube, Stufe 8 oder so. Und dann geht es soweit körperlich noch gut. Ja, ja, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Ja, ja. Wieder, okay, ja. Dann zeig dein Pokal noch mal kurz. Der dritte Platz. Wie kommt der zweite Platz auch zum Paul? Ja. Ja, wie geht's dir? Jetzt auch. Auch wieder gut. Wie der Gefühl im Mund. Das hatte ich gar nicht. Ehrlich? Sonst hätte ich ja nicht auskosten können. Was ist das? Wo bist du ausgeschrieben? Auch? Ja. Das hat ja genau das. Okay. Dann zeigen wir uns auch noch dein Pokal. Jetzt kommen wir zum Joe, zum Gewinner. Ich gratuliere dir auch vom Dritthaus TV recht herzlich. Ja. Wo bist du ausgeschrieben? Wann bist du gegangen? Auch ab. Ja. Am längsten sitzen geblieben, na prima. Wie fühlst du dich so? Es geht gut. Es geht gut, ja. Okay. Aber Schärfe hätte es nicht sein. Nein, nee. Der Junge hat halt übertreibt ein bisschen, aber es war schon lange. Okay. So, Jungs, was macht ihr jetzt heute Abend auf dem Spanien? Ja, ja. Oder nur mit zum Pferdeffekt? Dann danke ich euch. Wie gesagt, und das Spiel geht hoch auf unseren kostenlosen Grillportal. Und ich zeige euch die Telefonnummer da aus. Dann können wir auch mal antworten. So, das war's heute vom Sinn der Wurstschoppe, vom Wettschärfeessen und ich sage wie immer zum Schluss, gut Grill!